Chips, habe ich doch gesehen. Gut, aber hier ist auf jeden Fall nichts los. Da kann ich weitergehen. Da sind ein paar Zombies. 3 plus einer da in dem Kabuff. Ich ruf mal. Mein Gott, wirklich? Aus der Entfernung? Ah, endlich. Perfekt. Ein Klatscher. Noch ein Klatscher. Ey! Und das Triple. Ich habe das Triple voll gemacht. 3 mit einem Schlag. Kollege, lass doch mal, wenn es geht, das Fenster heil. Okay. So. Ja, das war kein so guter Schlag. Habe ich eingesehen. Der war besser. Okay. Ah, wo bummst da jetzt gegen? Hier? Nee. Wo bummst du denn jetzt gegen? Ich entferne hier einfach mal. Zerbrochene Glas. Hä? Wo knüttelt der denn gegen? Da. Hallo? Hallo? Okay, ich versuche mal das zerbrochene Glas zu entfernen. Ah, perfekt. Jetzt kommt sie. So, die ist auch hinüber, die Tante. Nee, hier ist keiner. Wo ist denn? Wo bummst denn hier die ganze Zeit einer gegen? Jetzt hat er auch aufgehört, wa? Ach, ich kletter jetzt einfach mal hier durch. Ja, wahrscheinlich dann hier. Kletter mal durch, dann wird der hier bestimmt stehen. Ja, genau. So, Kollege, das war's mit dir. Hier knödelt's immer noch. Ah, hier sind aber auch überall zwischendurch welche. Das ist echt gefährlich. Hier stehen zum Beispiel 3. Ja, perfekt. Oh, 4 sogar. Ey, das sind ja... Das funktioniert ja hier sahnig. Ich habe doch zielen geübt, heimlich. Oh ja, sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Oh! Oh, dass das gerade passiert ist, weil... Da hätte ich aber genau keinen mehr gehabt, ey. Ja, genau. Die beiden Kollegen habe ich doch gleich erkannt hier. Sind die beide komplett hinüber? Ja, wa? Ja. Okay, hier ist jetzt schon mal Ruhe. Vielleicht noch irgendwas? Ja, Bandage machen wir. So, legen wir wieder an. Nee, hier ist jetzt nichts, oder? Also jetzt höre ich auf jeden Fall nichts, sagen wir es mal so. Ich muss ja auch mal irgendwo anfangen. So, ich fange jetzt einfach mal so systematisch an. Hier war einer drin, genau, den habe ich aber schon gekillt. Im Klo ist zum Glück keiner. Ja, ich fülle mal meine Wasserflasche auf, das kann nie schaden. Kann hier irgendwas drin sein? Nee, hier, ach, das ist ja blöd. Die Dinger sind gar nicht... Da ist nichts drin. Spielkarten, na super. Oh, 9mm Patronen hat einer im Schrank vergessen. Naja, soll nicht mein Problem sein. Okay, na, das ist ein Hotel, ne? Wenn ich mich nicht täusche hier. Sieht total nach Hotel aus. Ach, eine Pistole, ja, deswegen hat er die wahrscheinlich da vergessen. Also das ist aber auch, muss man aber auch sagen, ist natürlich ein bisschen schwachsinnig, ne? Ich meine, wenn ich eine Pistole habe und dann hier aus einem Hotelzimmer flüchte, dann würde ich tendenziell doch die Pistole mitnehmen, ne? Oh, ich mache hier mal zu, damit ich keine unangenehmen Überraschungen haben kann. Hier ist noch eine, sag mal, wie viele Pistolen sind denn hier drin? Das Hotel scheint so ein Spawnort für Pistolen zu sein, wa? Brause. Erdnüsse. Ach ja, warum nicht? Erdnüsse, sind die Erdnüsse gekühlt? Habe ich das richtig gesehen? Na, das ist ja... Okay, wir essen mal eine Tüte Chips zwischendurch. Jetzt kriegt er ja Hunger, der Gute. Ach, es ist schon 21 Uhr. Da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Aber hier kann ich nicht bleiben.
Ich kann hier überall nicht bleiben. Oh, woher kommst du denn? Hast deine Kumpels liegen sehen, wa? Der sieht irgendwie ein bisschen muskulös aus, der Typ. Na gut, egal. 21 Uhr. Ja, dann ist es halt 21 Uhr. Solange die hier alle entspannt sind. Die Zombies. Und derzeit sehe ich ja hier nichts, was mich irgendwie beunruhigen müsste. Keine Riesenmeute oder sowas. Okay, die Toilette brauche ich mir gar nicht angucken. Die ist hier anscheinend immer gleich. Okay. Ach, hier ist noch ein Bett reingestellt. Ist ja nett. Und Katzenspielzeug. Hat da einer seine Katze mitgebracht, oder was? 9mm Patronen. Ja, die nehme ich definitiv alle mit. Kopf. Ah. Ja. In jeder Schrankseite ein paar 9mm Patronen hat er versteckt hier. Sehr gut. Ups. Laken. Nö, hier ist nichts Spannendes leider. Oh, Baseballschläger, den nehmen wir definitiv mit. Ah, wir sind auch so gut wie voll. Natürlich keinen Hammer gefunden, aber klar, wir sind jetzt hier auch voll im falschen Gebäude für einen Hammer. Beziehungsweise, nee, wir sind eigentlich gar nicht im falschen Gebäude. Genau, hier müssten wir nur hin. Genau, wir müssen nämlich hier, irgendwo muss es doch hier auch so ein, ja, wie soll ich sagen, Instandhaltung oder sowas geben. Da könnte es dann auch, da könnte dann sowas auch sein. Ja, eine leere Flasche nehmen wir natürlich kurz mit. Da hat man ja gar nichts dran gesehen. Aber gut, ja, es ist nachts und so. Schreibtisch, nee, gar nichts. Gut, das hier war nicht das Instandhaltungsding, was ich meinte. Was wir bräuchten. Weiß ich nicht, wo das ist. Vielleicht, naja, nee, hier ist aber jetzt wieder... Ah, da gucken wir schon zwei von der anderen Seite. Okay. Die haben mich vermutlich auch schon entdeckt, beziehungsweise wollen zumindest zu mir. Ja, hier ist ja nichts Spannendes. Aber da bumsen sie auch die ganze Zeit schon gegen. Ach, hier ist die Küche, okay. Die Küche hat aber leider kein Licht, wenn ich es richtig sehe. Doch, da. Perfekt. Oh ja, hier sind ein paar mehr. Oh ja, hier sind ein paar mehr. Ja, und das auch noch im Dunkeln. Nee, nee, das lassen wir mal. Wir gehen mal hier raus. Ja, es ist auch sowieso nicht die sinnvollste Ecke hier, bin ich mir ganz sicher, um eine Axt zu finden. Selbst wenn es hier irgendwo eine gäbe, könnte sein, dass man hier irgendwo eine findet, aber es ist so richtig toll ist die Ecke dafür nicht. So, musste ich hier runter? Nee, ich musste noch einen weiter, ne? Oder musste ich... Nee, ich muss hier runter. Nee, ich muss... Nee, ich muss nicht hier runter. Genau, hier geht es jetzt erstmal da rein. Ja, okay, aber ich kann auch hier lang gehen, alles klar. Das hat doch schon wieder gerade übelst lange gedauert zum Nachladen, oder? Kam mir das nur so vor. Hallo, Leute. So, du kriegst erstmal ein Klatschi. Du auch. Fall um. Sehr gut. Alter, gammelt da eine Meute im Busch. Hat mich da einer gesehen? Nee, anscheinend nicht, wa? Ja gut, ich muss das Ding jetzt hier auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall jetzt... Also hier draußen macht er jetzt gar keinen Sinn. Ist ja total blöd. Moment, so. Hier sind Baseballschläger. Ach so, Moment. Nee, nee, warte mal. Halt, halt. Bleib mal hier. Im Gegenteil. Ich brauche jetzt hier, ich nehme jetzt hier, ja, genau. 23 Nägel. Ich brauche hier einen Hammer. Oh, gib mir einen Hammer.
So, dann gib mir einen Hammer. Ach so, ich muss erstmal was auspacken. Jetzt kann ich nichts mehr tragen. Hier die 30mm Patronen und die Pistolen kann ich alle auspacken. Sag mal, die 39mm Patronen, vorhin waren es 90mm Patronen, jetzt sind es nur noch 30mm Patronen. Irgendwann, also ich näher mich auf jeden Fall schon der richtigen Millimeterzahl, aber so richtig habe ich es noch nicht bisher. Okay, der Baseballschläger nicht, aber der kaputte kann auf jeden Fall rüber. Ja, jetzt beeil dich mal ein bisschen. Also das dauert jetzt aber hier wirklich Ewigkeiten. Ah, okay, ich könnte auch was machen. Stumpf ist ja das Geilste. Verteidigung, nö. Genauigkeit, Instand halten. Ha, ha. Ach, machen wir mal Genauigkeit. Herzlich willkommen zurück. Tja, ihr habt's gemerkt. Der nächste Absturz. Ja. Nicht so schön. Finde ich nicht ganz so glücklich irgendwie. Und ja, ich kann nicht genau sagen, wie es spieltechnisch aussieht. Es ist jetzt schon wieder 15 Uhr, also kann sein, dass nach dem Absturz irgendwie, oder dass um 15 Uhr halt der Autosave ist, aber wir stehen hier halt, also was mich auch ein bisschen wundert, ich war der Meinung, wir hätten 3 Pistolen mitgenommen. Ich habe aber nur 2 dabei. So, das ist halt was, was mich etwas verwirrt. Und hier in dem Schränkchen befinden sich auch keine Pistolen. Also, ich pack den Kram jetzt wieder aus. Ich habe übrigens ganz nebenbei gesagt auch mal das Spiel jetzt deinstalliert, die ganzen Mods nochmal ausgemacht, was halt alles noch so auszumachen war. Also ich habe zwar derzeit eh keine benutzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass es hier an der Genauigkeit lag. Nee, anscheinend nicht. Also, woran es auch immer lag, ich kann es halt nicht ausmachen und das ist halt auch was, was einfach mal nicht so schön ist. Weil ich weiß nicht, was ich ja nicht machen darf oder sowas. Gut. Also, ich habe mir jetzt gesagt, wir machen jetzt einen vollwertigen Versuch nochmal. Vollwertigen, in Anführungsstrichen, letzten Versuch. Ja, ich will es nochmal probieren. Aber sollte es jetzt darauf hinauslaufen, dass es schon wieder abstürzt, dann würde ich das Spiel zu einem schnellen Ende bringen. Ja, das ist jetzt nicht so besonders schön, aber dann würde ich wirklich den Amoklauf hinlegen und einfach mal gucken, was für eine Zombie-Meute ich halt noch mitnehmen kann. Welche Größe. Ja. Wie gesagt, das wäre jetzt nicht so schön. Würde mich auch nicht so freuen, wenn es darauf hinausläuft. Aber was halt für mich, es ist für mich sehr belastend, wenn es die ganze Zeit abbricht. Für euch sicherlich auch, aber ja, das ist ein bisschen blöd. Also ich finde es auch sehr schade, weil das Spiel macht eigentlich super Spaß. Nur das Ganze halt nur so mittelmäßig, wenn man ständig rausgeworfen wird. Ja. Gut, ich mache jetzt hier mal einen neuen Baseballschläger, also mit Nägeln drin. Jetzt kann ja auch der restliche Kram wieder rüber. Die Nägel brauche ich nicht mehr und auch der Hammer, wo ist er denn? Da. Auch der Hammer kann wieder rüber und den Baseballschläger behalte ich jetzt logischerweise. Okay, also wir sind guter Dinge. Wie gesagt, ich werde noch einen vollwertigen Versuch starten, also hier nicht so halbe Sachen oder sowas. Nee, ich werde jetzt wirklich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es jetzt funktioniert, nach der Neuinstallation etc. Und werde jetzt einfach wieder ganz normal losziehen. Okay, also wir sind immer noch auf der Suche nach einer Axt. Einer weiteren Axt, wohlgemerkt. Eine Axt haben wir ja bereits. Apropos Axt, also 16 Uhr, das heißt, ich dachte mir, ich gehe jetzt nochmal los. Apropos Axt. Richtig, wir hatten vorhin nicht gefunden, wo man hier diese Teile machen kann. Ne? Da müsste ich vielleicht nochmal schauen, ob man die Dinger überhaupt herstellen kann oder ob ich mich da vertan habe. Ich dachte ja bisher, dass man die herstellen kann. Ja, bei Cooking nicht.
diese Mauern, aber vielleicht ist das auch Teil des, oder nicht des, sondern eines Mods. Das wäre natürlich nicht so schön. Na gut, also wir wollen erstmal ein bisschen unser Sprinten hier mal wieder verbessern und deswegen sprinten wir hier auch mal los durch die große Rasenfläche. Was ist hier? Hier gibt es Burger und da stehen auch schon so ein paar vorne. Ja, na, die können wir ja mal, die können wir uns ja mal vornehmen. Was? Das war kein... So, ich schreie sie mal an. Was? Das war auch kein... Mann. So, und jetzt ein Doppelter. Ja, den hat's erwischt, aber sie hat's leider nicht komplett erwischt. Oh, interessant. Eine Tür war zu. Es war, glaube ich, so gefühlt auf jeden Fall... Wow. Gefühlt war es auf jeden Fall die erste Tür, die überhaupt jemals zu war, glaube ich. Oh. Ey, hier stehen sie ja überall drin. Warum stehen die denn hier drin? Und... Hallöchen. Ja, guck mal. Ich stehe hier direkt neben dir, verstehst du? So. Ah, dieser komische Tresen, dieser Anmeldetresen hier steht ja echt super krass im Weg. So, okay, also hier sind sie auf jeden Fall schon eingedrungen. Gut, aber mir fällt gerade auf, im Burger-Brat-Restaurant brauche ich garantiert nicht danach nach einer Axt suchen. Also das ist schon mal sicher. Oh! Ja, sind ja doch ein paar mehr. Da kommt noch einer. Hinter mir ist alles frei. Okay. Der ist hinüber. Komm, hau mal drauf jetzt. Okay, und um mich rum ist alles klar.